Was geht YouTube? Lotz von wieder zurück aus der Welt von Dead by Daylight. Wir spielen diesmal den Geist, weil das wurde sich gewünscht von einem Zuschauer, mal einen Charakter zu spielen, der kein Geld kostet, weil die Charaktere, die ich immer spiele, sind meistens DLCs, weil die besondere Effekte haben. Aber der Geist, der ist komplett kostenlos und den spielen wir auch direkt. Und wie man sehen kann, ist der auch unsichtbar. Der müsste gleich abhauen, weil er mich hört. Yep. So, aber der Geist hat natürlich auch seine Vorteile. Und da haben wir auch schon die ersten Gegner. Wie ihr seht, habe ich auch, die Ladezeiten übersprungen für euch, damit ich jetzt hier nicht schneiden muss oder sowas, beziehungsweise halt, damit ihr nicht so lange warten müsst, bis eine Runde anfängt. So, und da haben wir auch schon direkt den ersten. Und ja, was kann der Geist, was für Perks habe ich dabei? Der Geist, der ist, der hat ein größeres Sichtfeld als alle anderen Killer und ist extrem schnell. Dadurch hat er extreme Vorteile. Also gerade wenn er unsichtbar ist, der hat so eine kleine Glocke, damit wird er unsichtbar und damit läuft er echt schneller als jeder andere Killer. Also ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, müsste der Geist auch der schnellste Killer sein. Und ja, wie gesagt, mein Effekt ist unsichtbar sein. Ist jetzt nicht so schlau, weil du musst jedes Mal wieder dich sichtbar machen. In der Zeit, wo ich mich sichtbar mache, verbrauche ich relativ viel Energie. Lol, kann ich nicht gestehen. Aber das ist nicht so schlimm. Man könnte also auch komplett ohne Unsichtbarkeit spielen. Vor allem, weil die Überlebenden den leichten Schleier von der Unsichtbarkeit sogar noch sehen. Bedeutet, diese Unsichtbarkeit ist eigentlich schon fast useless. So, und da habe ich ihn getroffen. Man hat es auch schwer gehört, wie er geschrien hat. So, hier ist ein bisschen dunkel, muss ich sagen. Gerade auf meinem Monitor. Sogar sehr dunkel. So, da sehe ich leider nichts. Aber ja, wir spielen den Geist. Wir haben mit dabei Perks. Ruin. Das ist eines der besten Perks, meiner Meinung nach. Was war das jetzt für ein Sprung, Alter? Der war schlecht. Jetzt geht die zur Palette. Aber wir haben ja einen langen Schlong. Der trifft dich auch um die Ecke ohne Probleme. So, also Ruin haben wir dabei. Das ist ein sehr, sehr gutes Perk. Da muss man, die Überlebenden müssen erst das Totem kaputt machen, damit die Generatoren anständig machen können. Weil jetzt, wenn die Überlebenden versuchen, Generatoren zu reparieren, schlägt dies zu 90% fehl. Beziehungsweise, wenn man einen anständigen Skill-Check macht, geht der Generator zurück und nicht voran. Deswegen ist das ein sehr, sehr gutes Perk. Ansonsten haben wir noch zweimal so Augen dabei. Sieht man ja unten in der Ecke, was für Perks ich habe. Das sind so, sieht man, dass das zwei Augen sind. Und zwar habe ich mich an die Dunkelheit gewöhnt, beziehungsweise an das Licht habe ich mich gewöhnt. Das bedeutet, man kann ja die Überlebenden mit einer Taschenlampe blenden. Und mit diesem Perk können die Überlebenden das eigentlich nicht mehr. Also beziehungsweise fast gar nicht mehr. Du kannst denen dann schon in die Augen gucken und dir passiert eigentlich gar nichts. Und das ist dann... Oh, hat er Glück gehabt. Oh, hat er Glück gehabt. Komm, 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 komm. Nice. So. Verfolgung wird aufgenommen. Verfolgung ist da. Und zack, tot ist er. Nice. You are not alone heißt er. Ja? Alles klar. So. Also wo war ich jetzt im Text? Scheißegal. Jedenfalls können die... Bei den Blenden mit den Dings. Auf jeden Fall können die Überlebenden mich eigentlich nicht blenden. Und gerade als Geist ist das sehr, sehr gut, weil Geist ist ja, wie gesagt, sehr schnell. Plus die erhöhte Sichtweite, die der Geist hat. Nehme ich gerne mit als Geist. Und ja, das sind auch offizielle Geist-Perks. Also das ist wirklich die Perks, die zum Geist gehören. Und deswegen nehme ich die dann auch mit. Und ja, so, da haben wir jetzt auch den zweiten aufgehangen. So, der andere hat sich gerade geheilt. So, da hinten waren sie. Ich habe sie gesehen. War mir klar, dass sie in der Nähe sind. Müssen sie ja. Wenn er gerade vom Haken befreit wurde und dann direkt geheilt wurde, muss das hier irgendwo passiert sein. So, na, mein Freund. Hier kann man vielleicht das auch vorführen. Ich weiß nicht, wie diese Palette mich getroffen hat, aber sie hat mich auf jeden Fall getroffen. Ich wollte sagen, man kann es vorführen. Normalerweise gibt es viele Überlebende, die stunnen mich an der Palette und dann machen die mit der Taschenlampe. Und der Überlebende hat eine Taschenlampe. Vielleicht kann man das da gerade mal zeigen, wie das aussieht dann. Mach das bitte. Blende mich mal. So, wie ihr seht, ich halte diese Taschenlampe, hat mir nichts gebracht. Gar nichts. Normalerweise bin ich dann geblendet und sehe den Überlebenden nicht mehr. Also dann bin ich wirklich komplett rot, der Bildschirm, und ich sehe gar nichts. Aber wie gesagt, durch das gute Perk sehe ich dann doch alles. So, war mir klar, dass er hier hochrennt. Immer noch 400 Spielstunden, mein Freund. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie die Überlebenden laufen. Das ist gar kein Problem. Also wie gesagt, der Geist gefällt mir deswegen sehr, sehr gut. Also gerade auch bei den kostenlosen Killern ist es, glaube ich, der Beste. Dadurch, dass er so schnell ist. Also seine Schnelligkeit macht schon einiges aus. Vor allem kannst du noch bestimmte Items, ich nenne sie jetzt mal Items, das hat auch einen bestimmten, oder Modifikation heißt es. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. 400 Spielstunden, keine Ahnung, wie es heißt. Moin. Kannst du mitnehmen, die deinen Geist auch noch schneller machen oder den Effekt, habe ich getroffen. Er mich zwar auch, aber ist nicht schlimm.
So, dass ich zum Beispiel noch schneller mich tarnen kann oder noch schneller enttarnen kann. Ich kann das Ganze mal vorführen. Die, hier die Glocke, wenn ich sie aktiviere, da unten dieser Balken, bis der sich füllt, dauert ja eine Zeit lang. Und man kann so Modifikationen mitnehmen, dass der Balken sich nicht in 3 Sekunden füllt, sondern in einer Sekunde. Das heißt, du schlägst einmal auf die Glocke und bist direkt da. Und ja, so Dinge habe ich aber jetzt nicht mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was ich mitgenommen habe. Ob ich überhaupt was mitgenommen habe. Ja, das habe ich gehört. Ist schon ganz gut, wenn man Sound anhat, mein Freund. Dann hört man das ein oder andere. Da ist ein Loch, das weiß ich. Da legt der ein oder andere Überlebende mal den ein oder anderen Killer gern rein. Aber mich kannst du da vergessen. Ich falle darauf nicht rein, weil ich ja schon eine bestimmte Spielzeit habe. Der Sprung war ein bisschen zu früh, mein Freund. Deswegen bist du jetzt tot. Aber auch kein Problem. Machen wir. So, sie haben nur noch 2 Generatoren, was gut ist. Die sind auch gut dabei, aber ich würde mal behaupten, dass ich auch relativ gut dabei bin. So, also es geht. Also es geht natürlich besser. Wir machen mal wieder Unsichtbarkeit rein. Aber diesen Effekt finde ich persönlich, ja, relativ useless. Also weil die Überlebenden können die Unsichtbarkeit eigentlich sehen. Es bringt nur was, wenn man diese Modifikation halt mit hat. Das heißt, wenn ich in der Unsichtbarkeit zum Beispiel nochmal 20% schneller laufen kann. Und das ist dann auch einiges, was ich schneller laufen kann. So, guten Tag, na, wie geht es dir denn? Ich wollte eigentlich zu dem anderen, aber ich habe dich gerade gesehen, deswegen nehmen wir dich mal mit. Da ist das Loch, darf man nicht vergessen. Er rennt geradeaus oder hoch. Na, er rennt dann hinten lang. Okay, ist aber kein Problem. Wir laufen auch hier hinten lang. Guten Tag, na, wie geht's? Ja, mein Freund, das ist ja... Ja, du bist ganz schön schlecht anscheinend. Aber kein Problem. Für mich ist das ja gut, wenn die Überlebenden schlecht sind. Beziehungsweise habe ich zu 90% immer Gegner, die einfach nicht auf meinem Level sind. Also die sind einfach alle so schlecht. Ich bin einfach der beste Killer der Welt. Kann man nichts sagen, ist einfach so, ja. Also es ist ganz, ganz selten, dass mal eine Runde ausgeht, wo ich nicht alle 4 bekomme. Eigentlich bekomme ich meistens alle 4. Ich wünschte, man könnte irgendwo Stats nachsehen, also Statistiken, wo man sieht, wie gut man wirklich ist. Also das, da steht dann, jede 5. Runde hast du einen Überlebenden und sonst 90% ist alle 4 Überlebenden. Wäre mal auch interessant zu wissen. Um das jedem natürlich zu zeigen, wie gut ich wirklich bin. Und da müsste dann auch stehen, wie gut ich bin im Vergleich zu anderen Spielern weltweit. Ob ich dann mit dem Geist 90% besser bin als alle anderen Spieler. Würde mich mal interessieren, gibt es aber leider nicht. Wenn es doch jemand weiß, dass es sowas gibt, dann gerne in die Kommentare schreiben, weil das würde mich halt echt mal interessieren. So, das ist der zweite Tod. Es sind nur noch 2 übrig. Das heißt, 2 gegen 2 kann man sagen. Sie brauchen 2 Generatoren und ich brauche 2 Überlebende. Hier unten ist übrigens das Totem, was sie kaputt machen müssen, um diese Generatoren zu reparieren. Ihr seht, sie haben Generatoren repariert, aber halt viel zu langsam. Da war ein Überlebender. Den habe ich gerade gesehen. So, durch das Aufhängen. Wenn ich jemanden aufhänge, werden mir die Überlebenden für, ich glaube, 6 Sekunden angezeigt. Ist auch ein bestimmtes Perk. Da rennt er. So, wahrscheinlich rennt er hier rein. Ja, ich habe ihn gehört. Rennt hier wieder rum. Ah, ist halt gut, wenn man auch gute Ohren hat, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise auch weiß, wo die Überlebenden langlaufen. Was war das? Da hast du ein bisschen reingeschissen, mein Freund. So. Okay, mal gucken, läuft er geradeaus da lang oder hier im Kreis, um die Palette zu zünden. Ja, er versucht die Palette zu zünden, gar kein Problem. Machen wir kaputt, dann haben sie hier auch keine Palette mehr. So, hinterherlaufen ist angesagt. Zack, zack. Ich hoffe, meine Kamera ist noch hell genug. Und da hat er verkackt schon wieder. Nee, Tunnel heißt der. Nee, Tunnel. Nee, Tunnel. Okay. So, zack, zack. Den haben wir auf der Schulter. Den bringen wir mal zum Haken, obwohl der Haken ziemlich weit weg ist. Aber das müssten wir schaffen. Also, dass er so schnell wickeln kann, ich denke mal nicht. So, ich hoffe, Kamera ist überhaupt. Ja, die Kamera ist ja genug. So, zack, zack. Den haben wir. Der ist auch tot. Jetzt haben wir nur noch einen Überlebenden. Jetzt im Umkreis von 50 Meter wird er mir angezeigt oder so. Ich weiß nicht mehr, wie weit das war. Hier irgendwo ist er nicht. Vielleicht ist er bei der Falte. Also wenn er so entkommt, sehe ich das natürlich nicht mit. Durch eine Falte. Ich meine natürlich offiziell entkommen. So, jetzt muss er die Falte suchen. Ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Vielleicht hat er sie schon gefunden und entkommt jetzt dadurch. So, wir gehen einfach ganz normal die Generatoren ab. Normalerweise im Geistmodus sind wir schneller, deswegen... Aber nur normalerweise. Ich bleibe mal kurz im Geistmodus. Somit habe ich auch mehr Sound. Also Umgebungssound, weil ich... Die Falltür höre. Zack, da machen wir die mal ganz schnell zu, die Luke, damit er hier nicht rauskommt. So, und dann sind die Ausgänge geöffnet. Oh, und das sind gute Ausgänge. Wieso sind das gute Ausgänge? Weil ich beide mit einem Blick auf den Blick habe. Das heißt, ich kann den Ausgang genau sehen. Das heißt, ich gehe hier hin und kann dann hier um die Ecke, obwohl der ist ein bisschen zu weit weg. Aber ich müsste reitrittig nur hin und her laufen, um das zu sehen. Und das ist ganz gut. Zum Beispiel, da sehe ich jetzt keinen Überlebenden, oder? Nee, okay, war komisch. Sah komisch aus, weil er so glänzt, ne...
Punkte drauf waren. Also hier ist keiner. So, dann bleiben wir ein bisschen hier und laufen wieder zurück. In der Hoffnung, okay, da ist die Zeit links rübergegangen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er schon da oben. Wir gucken mal. Ist jetzt, Chance ist gering, dass wir das schaffen. Aber Chance ist da, kann man sagen. Hm, hat er auch noch nicht angefangen. Gut zu wissen. Da ist er. Wir haben ihn. Jetzt dürfen wir den Überlebenden nicht verlieren aus den Augen. So, haben wir ihn einmal gehittet. Sehr schön. Okay, das ist noch eine Palette, die könnten wir kaputt machen, aber wir dürfen den Überlebenden nicht aus den Augen verlieren. Das ist gerade sehr, sehr wichtig. Er hat aber nur eine begrenzte Zeit und da ist er tot. Ja, also mit dem Superspieler hat natürlich keiner eine Chance, Freunde. Habe ich euch ja bereits gesagt. Jetzt können wir dann gleich nochmal in das Loch fallen, um euch zu zeigen, was ich gemeint habe. So, da sind alle tot, wie immer. Obwohl, oder? Kann er sich selber befreien? Nö, ist der Letzte. Normalerweise hat er keine Chance. Nö, kommt direkt. Gut. Hier unten kann man runterfallen, zack, dann bin ich hier unten, dann bin ich hier ein bisschen gefangen. Und hier wäre das Totem gewesen. Die Totems, die sehr, sehr wichtig sind zum Kaputtmachen, sind die, die immer leuchten, weil das sind immer Perks von Killern. Das heißt, wenn ihr keine Erfahrung habt vom Spiel, nur so als Tipp, es gibt Totems, die leuchten und es gibt Totems, die nicht leuchten. Nicht leuchtende Totems kann man einfach nebenbei machen, das sind extra Punkte, kann ich mal sagen. Und die Totems, die leuchten, sind meistens ein Perk von einem Killer. Und wenn man die kaputt macht, hat man definitiv schöne Effekte kaputt gemacht vom Killer. Ja, wie beim Ruin-Perk bei diesem Killer hier. Und zwar automatisch ein Reparatur rückgängig mit 200% der Modellen rückgängig. Also das ist auf jeden Fall, die Flucheffekte dauern an, solange das entsprechende Fluchtotem besteht. Das heißt, das ganze Perk wäre useless, sobald ein einziger Spieler das Totem kaputt macht. Nur so zur Info. So, das war jetzt eine Runde mit dem Geist. Natürlich wieder alle 4 geholt, ist gar kein Problem für mich. Ich bin halt der Beste in dem Spiel, was soll man sagen. Und ja, also vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten, Wiederschauen und reingehauen.